It's very high. Als sehr groß stuft US-Präsident Joe Biden die Gefahr einer russischen Invasion in die Ukraine in den kommenden Tagen ein. Weil sie ihre Truppen nicht abgezogen haben. Sie haben mehr Truppen hingeschickt. Die USA werfen Russland vor, statt ihre 150.000 Soldaten abzuziehen, bis zu 7.000 weitere Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt zu haben. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Bisher gebe es aus Moskau nur Worte, keine Taten, sagte die SPD-Politikerin. Ein Zitat: weiterer Schritt der Eskalation stellt laut Washington Russlands Ausweisung der Nummer 2 der US-Botschaft in Moskau dar. Die Ausweisung des Spitzendiplomaten Bart Gorman sei ohne Grund erfolgt. Indes fordert Russland weiterhin den Abzug sämtlicher US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa und droht mit, Zitat, militärisch-technischen Mitteln, sollten die USA nicht die geforderten Sicherheitsgarantien geben, erklärt das russische Außenministerium. Eine solche Art von Verzichtserklärung lehnen Washington und die NATO allerdings ab.